In Kleinmühlingen, im Sportzentrum am Mühlenberg, trainiert der Nachwuchs im Kunstradfahren. Im Großen und Ganzen könnte man hier im Ort mit der Breitbandversorgung zufrieden sein, aber denkt man an die Entwicklung der Datenflut im Internet und möchte man gerade für den Nachwuchs zukunftssicher sein, dann darf das Ganze nicht stehen bleiben und man sollte weiter investieren. Deshalb ist die Informationsveranstaltung der MDDSL aus Magdeburg-Barleben auch hier so gut besucht. Denn hier geht es jetzt um den zukunftsweisenden Glasfaseranschluss bis ins Haus. Warum Kleinmühlingen? Kleinmühlingen einfach aus dem geschichtlichen Aspekt her, weil Kleinmühlingen schon lange ein Teil der MDDSL ist. Und zum anderen die Kleinmühlinger selber einfach mehr Leistung möchten. Und das möchten wir jetzt Kleinmühlingen bereitstellen. Wer schon jetzt einen Anschluss bei der MDDSL gebucht hat, nutzt für die letzten Meter von den Aktivschränken bis ins Haus die alte Kupferleitung. Wer aber einen Glasfaseranschluss und die damit mögliche Datenmenge haben möchte, muss auch eine Glasfaserleitung bis ins Haus installieren lassen. Und das ist natürlich mit Kosten und Bauarbeiten auf dem Grundstück verbunden. Und da hat jetzt die MDDSL eine interessante Kalkulation vorgestellt. Denn je mehr Haushalte sich dazu entschließen, auf die zukunftsweisende Glasfaser zu setzen, umso schneller und umso kostengünstiger für alle wird die Umstellung umgesetzt. Jetzt kommt es also auf die Bürgerinnen und Bürger an. Es wurde ja vorher schon viel gesprochen. Natürlich als Ortsbürgermeister ist man der erste Ansprechpartner, wo man sagt, Mensch, was ist ja... Leute, ich weiß auch nicht mehr als ihr. Ja, ich sage, ich bin selber gespannt. Ich sage, bin auf jeden Fall auch bei der Veranstaltung. Und die werden jetzt auf jeden Fall reden. Ja, es waren jetzt auch noch ein paar, die nicht da waren, weil sie es zeitlich nicht geschafft haben. Die muss ich jetzt informieren. Ja, die brennen da auch schon drauf. Und also ich jetzt aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass man 50% auf jeden Fall realisieren kann, glaube ich. Das klingt ja schon sehr optimistisch, aber auch darüber sind sich die Experten der MDDSL im Klaren. Es gilt noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Wo glaubst du, liegen die größten Hindernisse? Denn bei aller Euphorie, die die Veranstaltung bei den Gästen verursacht hat, so ein bisschen Skepsis habe ich schon gesehen. Ja, ich glaube, das ist generell ein deutsches Problem. Wir möchten ja diese Leitung zur Verfügung stellen und es ist halt für viele ein Eingriff auch in das Haus. Und man muss den Leuten, glaube ich, einfach klar machen, dass das gar nicht so ein großer Eingriff ist. Wir müssen ja auch nicht den Garten oder Ähnliches aufreißen oder die Einfahrt, sondern es werden direkt vor der Hauswand Kopflöcher gesetzt, sogenannte Kopflöcher. Da kommt das Glasfaserkabel direkt raus und geht dann in die Hauswand rein. Ja, diese Angst, glaube ich, muss man auch den Leuten so ein bisschen nehmen, dass das nicht mit großen Hürden verbunden ist, der ganze Anschluss. Weil viele denken gleich wie an einen Gasanschluss oder an einen Stromanschluss. Aber das ist in dem Fall einfach nicht so. Trotzdem war man mit der Informationsveranstaltung sehr zufrieden, denn das Interesse unter den Einwohnern ist groß und die Listen für den Vertrieb entsprechend lang. Mal sehen, wie viele Runden die Kunstradfahrerinnen noch drehen werden, bis die Glasfaser die meisten Haushalte im Ort erreicht hat.